Alles klar, grüß euch, da sind wir wieder. Schöne Grüße wieder aus Linz, Stefan und von mir. Und wie versprochen, wollten wir euch ein bisschen was erzählen über den Dachraum, was E-Commerce betrifft in einer Miniserie. Die erste Frage, die ich an Stefan habe, wir sprechen ja alle Deutsch, Deutschland, Österreich, Schweiz, bedeutet es auch, dass E-Commerce mehr oder weniger gleich zu behandeln ist in allen Ländern? Ja und nein, das ist so die typische Aussage, Dachraum, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, die Sprache ist aber auch etwas, was uns trennt. Weil, bestes Beispiel, Deutschland, Österreich, wo viele deutsche Händler vor allem sagen, ja, wir machen Österreich einfach mit. In Deutschland ist es oft als Beispiel der Schraubendreher, in Österreich ist es der Schraubenzieher. Das heißt, wenn ich eine Produktbezeichnung nutze, die im Land nicht gekannt ist, werde ich mir nicht nur in der Bewerbung sehr schwer tun, sondern der Kunde wird auch in meinem Shop das Produkt einfach gar nicht finden. Klar. Und das heißt, also siehst du vielleicht auch noch zum Beispiel von den Liefer- oder anderen Verhältnissen, sieht man da auch noch Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Deutschland ist durch Amazon einfach geprägt mit Prime Now, dass ich Pakete spätestens innerhalb von 24 Stunden gerne hätte. In Österreich sind wir noch immer etwas entspannter. Das heißt, hierzulande ist es so, wenn ihr innerhalb von 48 Stunden das Paket zustellt, ist der Konsument immer noch glücklich und er wird jetzt immer noch 5 Sternbewertungen bekommen. Bei 3 Tagen Zustelldauer bekommt es immer noch 4 Sterne und erst auf 4 Tagen Zustelldauer wird der Kunde irgendwann nervös und fragt sich, wo ist mein Paket überhaupt geblieben? Spitzmäßig, also das klingt sehr entspannt. Ich glaube, da gehen wir jetzt einen Trinken, oder? Auf jeden Fall, so machen wir es. Alles klar, macht es gut. Tschüss. Ciao.